Leute, schön, dass ihr wieder hier mit am Start seid. Wir äh, befassen uns heute hier mit der schönen Irelia und werden damit unseren Tag versüßen. Oh ja, so sieht's aus. Und zwar Irelia. Was gibt's zu Irelia zu sagen? Zu Irelia gibt's zu sagen, dass hier oben die Timeline ist. So, und zwar Irelia, cooler Champion, sehr, sehr interessanter Champion, hat schon 120 Nerfs abbekommen. Wenn irgendein Champion OP ist, beta nerf Irelia. Egal ob es Irelia ist oder nicht, better nerf. Sieht ziemlich cool aus, der Skin, wenn man das so, oder der Champion an sich, wenn man das mal so sagen darf. Äh, die Frisur ist auf jeden Fall mit äh, 120 Wettertaft. Äh, plus, plus, ganz wichtig. Premium plus. VIP, Premium plus. GG. Und ja. Also, Irelia hat auch, ist ein, ist ein sehr, sehr starker Toplaner, ist allerdings so ein bisschen Late Game skalierend. Das heißt, also einer der wenigen Top-Laner, muss man schon sagen, der richtig gut ins Late Game skaliert. Die meisten Toplaner, die droppen im Late Game so ein bisschen. Irelia wird richtig, Irelia, sie wird, geht richtig ab ins Late Game rein. Wir schauen uns mal hier die Skins an. Der normale sieht schon ganz okay aus, aber da kann man natürlich auf jeden Fall was machen. Ich damals in Season 2 war auch quasi Irelia Main, stand vor meiner Entscheidung, welchen Skin ich mir denn wohl kaufen werde. Und da unter dieser Entscheidung war dieser Skin. Dieser Skin sieht echt cool aus, also muss man sagen. Nightblade Irelia sieht sehr, sehr cool aus. Den habe ich mir letztendlich auch gekauft. Die andere Variante war dieser hier. Den fand ich dann nicht ganz so cool, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ja, der ist zwar auch nicht schlecht, aber ich fand den anderen doch da ein bisschen cooler mit dem ganzen schwarzen Maskierten. Dieser Skin jetzt de definitiv auch okay, ist auch nicht schlecht, aber den kann man glaube ich gar nicht mehr kaufen. Dann haben wir noch den Aviator, den flieger -Rehler. Der ist auch cool, den hat ein Freund von mir sich gekauft. Der ist, sieht auch echt lustig aus und ganz nett, aber war nicht so mein Geschmack. Was jetzt noch dazugekommen ist, ist kniebeugen nennt sich dieser Skin. Und da lüge ich jetzt absolut nicht, da müsst ihr mir einfach mal glauben. Dieser Skin hat nämlich ein ultra krasses Splash. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und da sehen wir nämlich schon. mmm kniebeugen Irelia, Die hat nämlich richtig gute Kniebeugen trainiert. Dieser Skin ist eigentlich ganz cool, ist fast schon ein bisschen zu Mainstream, muss man sagen. Ist eigentlich wohl ganz cool, aber ich, ich spiele lieber mit anderen Skins. Aber schlecht ist der Skin nicht. Kann man nichts gegen sagen, wobei die Frisur ein bisschen, ja, ein bisschen creepy aussieht. Order of the Lotus kam dann auch noch dazu. Ist auch okay. Aber ich finde von allen Skins ist dieser jedoch. Der ist nicht schlecht. Ich finde alle Irilla-Skins sind gut. Cool. Ich wollte cool sagen und gut sagen, gut. Ähm, die sind alle nicht schlecht, aber ja, ich finde die anderen haben irgendwie so ein bisschen mehr die Stylepunkte im Start. Die hat auch ganz coole Sachen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sehen kann, aber ja hier das zum Beispiel das sieht ziemlich episch aus. Was die hier am Start bringt. Und sie hat auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das ist, aber sie kann auf ihrem komischen, komischen Board ein bisschen rumfliegen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Eidel äh, 1, 2, ich weiß es gar nicht. Joke. Ja, da fährt sie so ein bisschen auf ihrem Brett rum, auf, ihren, auf ihrem Ding. Alles ganz cool auf jeden Fall. Wir werden uns jetzt hier begeben und schauen uns natürlich direkt den ganzen Scheiß hier mal an. Wir springen da rein, wir werden das alles relativ schnell abhandeln können, weil da wirklich nicht viel ist. Ne? Wir gucken mal, Irelia, habe ich sie irgendwo? Mad Irelia, still the main. In Rot kommt Attack Damage, in Gelb kommt Armor, in Quintessensen kommt Attack Speed und in den Blauen kommt Magic Resist. Selbst wenn wir auf der Top Lane gegen einen APler spielen, würde ich, oder also andersrum, selbst wenn, wenn ich weiß, dass wir gegen den Adela spielen, würde ich Magic Resist mitnehmen. Wir sind irgendwo eine Art Tank und später im Late Game oder vielleicht auch der Jungler hat immer Magic Damage oder oft Magic Damage. Und irgendwie hat auch, sehr, sehr viele top haben halt, auch wenn sie AD sind, Magic Damage. Hackerims Ulti zum Beispiel ist, glaube ich, Magic Damage. Irelias E ist Magic Damage. Also immer kommt überall ein bisschen Magic Damage dabei rum. Wir sind ein bisschen schwächer im Early Game und deswegen müssen wir gucken, dass wir da einfach am Start bleiben. Mehr gibt es eigentlich nicht sozusagen. Zu, zu den Masteries, zu den Masteries ist das ganze hier Sache, ist auch relativ Standard. Hier haben wir extra diese Punkte mit reingenommen, damit wir uns ein bisschen länger am Leben halten können. Da wir nicht viel AD und nicht viel AP AP sowieso nicht, aber da wir auch nicht wirklich viel AD stacken, brauchen wir das Ganze ja auch nicht. Wenn ihr euch anfangs ein bisschen unsicher seid, könnt ihr auch mit 9,21 spielen, damit ihr einfach. Irela ist schwach im Early Game, muss man definitiv sagen, im Vergleich zu anderen. Sie kann zwar auch gewisse Matchups. Überleben und gewinnen. Aber so, wenn man jetzt wirklich sagt, ich spiele jetzt gegen zum Beispiel einen Renekton, der kann mich schon ziemlich hart abfangen. Und wenn ihr sagt, okay, ich bin wirklich noch nicht so gut in LOL oder überhaupt mit Irelia oder Top Lane, dann spielt er ruhig mit 9.21. Sie geht so oder so im Late Game ab. Sie wird auf jeden Fall abgehen. Ja, das dazu. Spells nehmen wir auf jeden Fall Flash Teleport. Man kann sie auch in der Midlane spielen. Ja, da wäre Flash Ignite, aber das ist, lassen wir das mal. Ja. Top Lane, Flash Teleport, Flash Ignite geht auch, aber gerade da, da sie ein Champion ist, der eher so ein bisschen dazu neigt, zu platzen im Early Game, ist dieser Teleport sehr, sehr nett, weil wir dann einfach nochmal zurück auf die Lane kommen können. Zu den Items, was wahrscheinlich auch interessant ist für die meisten hier, haben wir unterschiedliche Starts. Und zwar der erste, den, den ich zu, sage ich mal, 80% verwenden würde, vielleicht sogar 90% wäre der gute Flaschstart. Flaschstart kann man eigentlich gegen alles machen, vor allem gegen Apela. Ist ganz cool, ist ganz nett, ist ganz GG. Wir hätten sonst noch die Möglichkeit des Armor 5-Starts, das heißt Klaus Armor und 5 HP-Pods. Uh, diesen Bild würde ich machen, wenn ich zum Beispiel gegen was spiele, was richtig mich hart abfuckt mit richtig viel AD-Damage. Dazu gehört Renekton, dazu könnte gehören Pantheon, dazu könnte gehören Darius, also Champions, die dich im Early richtig hart abfucken mit AD. Mm, solche Champions zum Beispiel. Ansonsten hätten wir auch noch die Möglichkeit, würde ich jetzt im Moment nicht so krass mehr empfehlen, weil es schon ein paar Nerfs abbekommen hat. Aber wäre das Doranshit plus ein Pot, könnte man auch machen. Ist halt so dieses Sustaining. Was heißt Sustaining? Hat halt alles so ein bisschen, ne? Ich würde euch definitiv die Flasche empfehlen. Unser Itembild. Wir sagen einfach mal unseren. Ja, wir, wir nennen es erstmal unseren Core. Unser, oder machen wir den Core erstmal hier unten hin. Unser Core versucht, auf jeden Fall Trinity da reinzubringen. Trinity ist das Item auf Irelia. Eigentlich kann man das schon als ihren Core bezeichnen. Core, Irelia. Trinity, ich muss mal eben die Zähne ein bisschen verschieben, damit wir hier am Start bleiben. So, machen wir so. Also, Trinity ist der Chor von Irelia. Also, da gibt es nichts drumherum. Jetzt ist die Frage: Wie bauen wir uns das zusammen? Wir haben diese drei schönen Items. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr einen harten Gegner habt, ihr habt nicht unbedingt einen Kill gemacht und ihr seid so ein bisschen, ihr verliert nicht unbedingt, aber ihr habt auch nicht unbedingt das Potenzial, den Gegner Ultra zu smashen, würde ich immer auf Fage gehen. Warum Fage? Fage gibt euch nicht nur den Stat von diesem Passiv hier, sondern es gibt euch HP, was euch länger überleben lässt und es gibt euch Damage, was euch hilft, die CS unterm Turm zu nehmen. Oft hat man das Problem, beziehungsweise den Druck, dass man mit einem Damage Item irgendwie zurückkommen muss, weil man sonst die Minions unterm Tower nicht mehr kriegen kann, mit einem auto nach den zwei Tower-Shots zum Beispiel. Oder auf den Magic-Minion nach einem Tower-Shot. Und deswegen ist dieses Schwert auch sehr, sehr cool. Das heißt, ich würde immer Fage gehen, wenn ich nicht krass zerstöre. Wenn ich richtig krass zerstöre und ich meine, ich kann es mir richtig leisten, dann kann man Schienen gehen. Das Ding hier, analysieren wir das, es gibt uns Mana, bringt uns nichts Offensives. Es, Ability Power ist nur für unser E, wieder nichts Offensives. Also, wir haben hier keine offensiven Stats, das Ding geht nur um den Schieneffekt. Deswegen ist dieses Item deutlich geiler einfach. Hier haben wir HP, hier haben wir AD, da können wir, das ist was zum Anfassen, da können wir richtig mit arbeiten. Wir können, sobald wir Page gebaut haben, variieren. Wir können auch zuerst das Ziel ähm, bauen. Hier haben wir wieder leckere Stats drauf. Wir haben Attack Speed, was sehr sehr cool ist für unser W. Wir haben hier ein bisschen Critical Strike, wir haben Movement Speed. Das sind alles sehr sehr coole Stats. Aber ja, da müsst ihr so ein bisschen variieren. Wie ihr seid Schien als zweites das ist natürlich auch cool. Da müsst ihr einfach schauen. Ne? Zum Beispiel wenn ihr halt Base kommt, ihr habt Fade schon fertig und ihr habt aber jetzt echt voll wenig Geld. Ne? Ihr habt vielleicht nur 800 Gold, ne? Dann würde ich mir immer diese Dinger 850, dann würde ich mir das und das kaufen. Das ist was damit, da habe ich Stats von. Von so einem beschissenen Buch und Mana-Kristall, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ähm, ja. Okay, das ist unser Core. Eigentlich ist es das schon. Dazu kommen jetzt dann gewisse Schuhe. Ich würde euch fast immer Mercurius empfehlen. Mercurius hat den Vorteil, das stackt mit unserem Passiv. Also, unser Passiv ist ja, dass er reduziert Crowd-Control-Effekte. Wenn wir die Merküste dabei haben, wir sind einfach eine Maschine und werden nicht mehr aufgehalten. Wir rennen durch alles durch. Das ist todes-OP. Ansonsten, wenn ihr halt einen harten Gegner habt und Early auf die Fresse kriegt, könnt ihr auch Ninja-Tabis gehen. Ninja-Tabis sind auch sehr, sehr cool. Müsst ihr halt gucken, gegen was ihr zum Beispiel spielt. Ninja-Tabis sind halt sehr, sehr gut gegen Champions, die viele Outfits machen. Dazu könnte zählen ein Tründermeer könnte dazu zählen, so ein Gangplank könnte da vielleicht zu so zählen. Alles, was halt viel auf euch auf die Fresse haut. Ein Aatrox zählt dazu, sowas halt, ne? Berserker boots erwähne ich jetzt extra mal. Der Vollständigkeit halber kann man machen, wenn ihr extrem krass abgeht. Würde ich eher nicht empfehlen. Würde ich ja nicht empfehlen, kann man aber machen, wenn man extrem abgeht. Aber wie würde ich wirklich absolut nicht empfehlen. Weitere Items. Jetzt ich sag euch erstmal so den Bild, wenn es gut läuft, ne? So das Game läuft. Jetzt haben wir die Entscheidung... Ge sind wir richtig krass? Wir sind richtig krass. Leute, wir haben jetzt hier die Mercury's gebaut. Wir sind richtig krass. Kann man sagen, okay, ich kann es mir leisten. Ich gehe jetzt auf Rune King. Rune King synergiert extrem gut mit unserem W, weil wir durch super viel haben. Wir live-sealen uns des Todes mit unserem W zusammen. Und wir machen einfach alles kaputt und chasen einfach alles kaputt. Niemand kommt mehr weg. Wir vernichten einfach alles. Das ist, wenn wir richtig krass OP sind die Wichtig dabei zu sagen ist, selbst wenn wir richtig viel Geld haben, ist man nicht gezwungen zu sagen, okay, ich hab 7-0, sag ich mal, oder 5-0 oder was, ich muss nicht dieses Rune King bauen, nicht falsch verstehen Leute. Mehr Damage ist nicht immer besser. Manchmal ist es besser, zum Beispiel statt diesen Rune King, sag ich jetzt mal, ein... ein 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 zu haben. Wenn ich nämlich jetzt dieses Randuins habe statt diesen Rune King, kann ich richtig deep ad Carries zerstören oder AP-Carries, alles. Wenn ich mit diesem Ding da reingehe und die, ich werde einmal schief angefokust oder richtig mad angefokust, weggefokust, gezettet, ich bin sofort tot. Auch mit 7-0 vielleicht. Wenn ich aber dieses Ding habe, dann bin ich super strong und dann kriege ich meine Rotation vielleicht 3-4 mal raus, während ich das hier nur ein oder zweimal rauskriegen würde. Viermal größer, zweimal. Als Beispiel jetzt, ja. Also. Ich möchte euch nicht sagen, dass, wenn ihr fett seid, immer auf Rund King. Aber wenn ihr ein second offensives Item gehen wollt, macht ihr das. Ich mache es jetzt ähm, tankmäßig: ist jetzt folgendes: Tank Items. Wir gehen eigentlich, sagen wir mal, in den meisten Fällen nur Trinity und danach gehen wir Tank. In den meisten Fällen. Das heißt, ich zeige euch jetzt Items, die sehr gut sind. Dazu gehört Renuins. Renuins gibt uns Armor, gibt uns HP, super krasse Stats, super geil, super nice, super GG. Weitere Items, die sehr, sehr nice sind, ist das gute Frozen Heart. Warum ist Frozen Heart so geil? Es gibt uns 20% CDR, was uns einfach extrem krass macht. Es gibt uns 100 Armor, was uns einfach noch extrem viel krasser macht. Und es gibt noch den Attack-Speed-Reduzierung auf alle Gegner, was einfach alle Gegner nicht so krass macht. Also natürlich müsst ihr natürlich gucken, was ihr für Gegner habt. Habt ihr zum Beispiel einen Artox auf der Top-Lane? Habt ihr eine. Keine Ahnung, eine Fiora, habt ihr irgendwas, mehr, irgendwas, oder im Team halt, habt ihr zwei AD-Carries im gegnerischen Team, habt ihr einen Jungler, der Yi heißt, oder ein Uri, oder was weiß ich, ne? Dann ist dieses Item natürlich umso besser, ne? Also, ihr solltet schon gucken, dass ihr Gebrauch davon macht, weil das natürlich sonst nicht so viel Sinn macht, wenn ihr zum Beispiel einen Lucian AD-Carry hat, der eher nicht so viele Outfits macht, sondern eher so ein bisschen mit seinen Spells und seinem Passiv arbeitet. Da müsst ihr einfach mal schauen. Ansonsten, diese Items, wenn ihr in die Defensive geht, habt ihr wiederum zwei Möglichkeiten. Ihr habt diese Sache, diese Sache in die Magic-Defensive hier, um es zu vervollständigen. Und zwar Spirit Visage. Warum Spirit Visage? Erhöht unsere Heilung, die wir selbst machen. Das heißt, unser W heilt uns richtig krass, ist richtig nett, ist richtig fett. Außerdem ist das ja jetzt geändert. Wir kriegen das, das heißt, wir kriegen auch mehr Heilung durch andere. Wenn wir zum Beispiel eine Soraka im Team haben, wir haben, keine Ahnung, halt irgendwelche Champions, die mich heilen können, was auch immer, ne? Ist ja egal. Dann ist dieses Item auf jeden Fall cool. Muss man so ein bisschen auf das Team abpassen. Diese Entscheidung muss man so ein bisschen abpassen. Haben wir viele Heals im Team? Das Item. Das, da, da haben wir auch nochmal CDR drauf, was also uns nochmal wieder, nochmal krasser macht. Und danach sind wir nämlich richtig krass. Haben wir im gegnerischen Team. Irgendwelche Typen, die mich richtig hart abfacken mit irgendwelchen CCs, wobei wir ja schon relativ CC-immun sind, muss man sagen, ne? Dann könnte man Banshees gehen. Haben die zum Beispiel einen Katos oder irgendwas, was weiß ich, was mich immer irgendwie abfackt oder irgendwelche CCs, dann ist Banshees ganz cool, wobei ich eher zu Spilled Visage hier empfehlen würde, da wir halt, wie gesagt, nochmal diese, diese 10% CDE hier drauf haben, der hier sehr, sehr schön mit unserem W-Synergiert und wir eigentlich CC-technisch gar nicht CC-bar sind, wenn wir Merkels gehen. Aber das, die Entscheidung überlasse ich euch, aber ich mache es mal so weg. So könnte dann unser Bild quasi ausgehen. Wir aussehen. Wir gehen das, wir gehen das. Wir hauen uns das Ding hier vielleicht hin. Vielleicht machen wir das auch so. Das müsst ihr wirklich selbst entscheiden. Ne? Ich hole mir erstmal das Teil, dann hole ich mir das Teil. Und dann baue ich hier und dann baue ich da. Dann habe ich nämlich hier schon mal ein bisschen CDR, habe hier ein bisschen Armor, habe halt ganz gute Stats, ein bisschen Mana. Da müsst ihr selber entscheiden. Ja, ihr könnt auch sagen, ich mache das. Je nachdem, was die Gegner so im Team haben. Ne? Haben die viel davon, haben die viel davon, haben die viel davon. Da müsst ihr so ein bisschen schauen. Was ihr jetzt weitermachen könnt, welches Item ich super krass feiere auf Irelia und eigentlich auf allen so oft Tank Champions, ist GA. So wäre quasi mein Fullbild. Das wäre der Standard Fullbild. Das sieht sehr, sehr tanky aus, aber ihr müsst verstehen: Irelia macht extrem viel Schaden, auch wenn sie sehr, sehr tanky ist, Leute. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Sie ist wirklich, vor allem wenn wir hier jetzt CDR drin haben. Wir haben hier 20%, wir haben hier 10%, wir haben quasi 30% CDR drin. Dadurch haben wir quasi ein spannbares Kit. Das ist richtig nice. Wenn ihr sagt, okay, wir gehen so ein bisschen mehr in die Offensive, könnt ihr natürlich auch sagen, dann nehmt ihr entweder Frozen Heart raus oder je nachdem, wie das gegnerische Team halt aussieht. Ne? Wenn ihr soweit seid, könnt ihr auch sagen, okay, ich gehe jetzt noch einen Tacken. Ich brauche. Sind so krass im Late, wir brauchen noch ein bisschen mehr Schaden. Dann könnte man sagen, ich nehme die Mercury Boots raus und schnapp mir hier das schöne Sephius. Sephius hat nochmal AD, Sephius hat Attack Speed, gibt Move -in Speed und hat unseren CC Reduce mit drauf. So sieht das Ganze dann quasi aus mit Irelia. Wichtig ist, das möchte ich jetzt gerne erwähnen, wenn ihr, ich sehe es immer wieder, wenn ihr auf die Fresse kriegt, Leute. Ihr kriegt richtig auf die Fresse. So. Ich mach das mal hier alles weg und zwar. Ihr seid jetzt hier, ihr habt mit Flask angefangen, mit dies, das und ihr kriegt jetzt auf die Fresse. Ihr könnt gerne ein Durans mit einem bauen, wenn, wenn ihr Probleme habt. Und auch so ist Durans ein cooles Item. Das hat Lifestyle, das hat Attack Damage, Heils, also ist ganz okay, ganz nett. Wenn ihr jetzt wirklich auf die Fresse kriegt und ihr versucht jetzt, ihr versucht beim First Bag, sagen wir mal, okay, wir bauen so ein bisschen noch unser Trinity hier, bauen hier, Tobi hat gesagt, wenn ich nicht so even bin, dann, oder wenn ich even bin, dann mache ich das, 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 okay, baue ich, mehr Gold hatte ich jetzt leider nicht. Beim Nasback mache ich vielleicht noch eben das Fade fertig, okay, und, aber ich bin schon einmal gestorben, bin danach nochmal gestorben und jetzt ist es wichtig, Leute, wenn ihr vielleicht wirklich schon 0,2 steht oder 0,3 steht, versucht bitte nicht krampfhaft weiter das Trinity zu bauen, also es kommt darauf an, wie sehr ihr behindert ich kann nicht grundsätzlich sagen, baut es nicht weiter. Aber manchmal bringt es mehr, jetzt einfach mal ein bisschen in eine gewisse andere Richtung zu investieren, zum Beispiel in Randuins. Dann sieht mein Bild quasi so aus. Sieht ein bisschen beschissen aus, sieht ein bisschen nicht wirklich stark aus. Das Ding ist aber, so ein 30-Minuten-Trinity, wenn wir es fertig haben, hat das Problem einfach, dass wir selber 1400 Leben oder irgendwas haben. Schaden haben wir auch nicht wirklich, weil das Trinity super spät fertig ist. Und wir gehen rein und sind um sofort tot. Mit diesem Bild gehen wir zwar rein und machen keinen Schaden. Wir saugen aber extrem viel Schaden auf von Gegnern. Wir sind, wir sind nicht präsent, weil wir nicht wirklich viel Schaden machen. Also es ist begrenzt wenig, ja. Aber wir saugen Damage auf. Wir sind ein Tank, wir sind vorne drin, wir sind nützlich. Wir sind nützlich. Wenn eine Trinity mit. Uh, Trinity Irelia 30 Minuten, 1500 OP da reingeht, sofort tot. GG. Ja. Äh, das heißt, seht zu, dass ihr vielleicht ein bisschen zum Beispiel sagt, ja, ich kriege auf die Fresse, ich gehe jetzt vorher schon mal auf das Ding. Ihr könnt auch sagen, äh, hier, also. Dass ihr im First Back hier irgendwann mal so ein Ding kauft, ihr könnt und dann Ninja-Tabis rausmacht. Ihr könnt auch sagen, okay, ich kaufe mir schon mal die Magic Resist-Dinger und mache dann vorm Trinity noch die Boots fertig. Oder kaufe mir sogar schon mal das, diese Kutte hier vorher. Bevor ich das Trinity weitermache. Ihr müsst ja nicht immer alles fertig bauen. Ihr könnt auch sagen, okay, ich baue mir das und dann gehe ich weiter auf Trinity. Ihr müsst ja nicht immer gleich nur, weil ihr ein Ding angefangen habt, das sofort auch fertig bauen, krampfhaft. Ne? Das ist wichtig zu sagen. Und damit springen wir jetzt ins Game. Ja, da kommen wir auch schon zu Irelia's Skillset. Irelia's Skillset ist nichts Besonderes, nichts Spezielles, nichts Krass, schwer zu verstehenes. Und zwar fangen wir mit ihrem Passiv an. Ihr Passiv ist ganz lustig, also ja, ganz lustig eigentlich nicht, aber ist ein ziemlich cooler Passiv. Und zwar gleichzusetzen mit dem, nicht gleichzusetzen, aber arbeitet so ähnlich wie der von Wukong. Und zwar kriegen wir für jeden Champion in diesem Bereich, ihr seht ziemlich großer Bereich, einen Buff quasi. Ist der ist ein Champion in diesem Bereich kriegen wir 10 Prozent sind zwei 25 und drei 40 Prozent CC Reduzierung, das heißt alles, was uns irgendwie beeinträchtigt ist es ein Slow, ist es ein Stun, ist es eine Unterdrückung, was weiß ich, alles, was uns irgendwie beeinträchtigt, wird dadurch reduziert. Das lustige an dem Ganzen ist, das ist stacked mit Macris Boots, das heißt. Haben wir zusammen mit Mercus Boots, laufen wir einfach durch alle CCs durch und wir sind nicht CC, aber alles ist sofort, nicht sofort, aber es fliegt einfach super schnell weg. Diese Animation, viele wussten das gar nicht, wird auch gezeigt durch ihrem Schild, was sie auf dem Rücken hat. Ist ein ganz kleiner Effekt hier. Und zwar sieht man, so sieht der Schild ganz normal aus. Laufen wir in der Nähe eines Gegners, leuchtet hier eine Kugel in diesem Schild. Wenn mehrere Gegner sind, dann leuchtet das krasser und sieht ein bisschen anders aus. Ja. Zu ihrem Q. Ihr Q ist Blade Surge, ist ein Sprung, ein Dash. Und zwar springen wir zu einem Gegner hin, machen Schaden, machen On-Hit-Effekt. Das heißt, wenn wir Lifesteal haben, wenn wir Sheen haben, sehr, sehr wichtig auf Irelia, wird das alles direkt mitgeprockt und. Wenn, ähm, so und wenn der Gegner gekillt wird, dann kriegen wir den kompletten cooldown zurück und etwas Mana, nicht ganz die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte sogar. Aber ja, wir quasi, wir können das jetzt machen. Der Gegner ist lauf, wir machen das Q drauf, wir springen dahin sehr, und kriegen quasi Mana wieder, kriegen den CCD CD sofort wieder ready und ja, können das direkt sofort wieder einsetzen quasi. Und damit kann man halt richtig krass CCen, CSen meine ich. Und ihr seht. Wir kommen zu Relas Q. Ihre Q ist ein Dash, der Schaden macht, der On-Hit-Effekte auf den Gegner draufbringt. Das heißt zum Beispiel Lifesteal und ähnliches. Wenn ihr einen Gegner tötet, der wenig HP hat, dann kriegt ihr den Cooldown komplett wieder. Das heißt also, wenn der Gegner von dieser Attacke stirbt. Und ihr kriegt 35 Mana wieder, was ein bisschen mehr als die Hälfte in diesem Fall ist. Damit könnt ihr extrem krass CT. CS einsammeln, wie ihr seht, weil ihr einfach die ganze Zeit, wenn ihr, ihr könnt mega krass hier einfach alles weg sammeln, seht ihr das? Jetzt haben wir den letzten nicht gekriegt, CD ist leider nicht mehr ready. Wir kommen zu ihrem W. Ihr W ist ein Passiv- und ein Aktiv-Spell und zwar passiv ist es so, dass wir pro auto HP wiederherstellen. Jeden auto den wir machen, kriegen wir HP wieder. Ganz normal, ganz basic, ganz easy. Jeder auto HP. Das ist also unser Sustain-Spell. Wir kriegen aber allerdings, wenn wir das Ding aktivieren, dann fährt sich sie ihre Klinge so ein bisschen aus. Das sieht ganz cool aus. Zack. Dann machen wir True Damage. Mit jedem Outfit machen wir True Damage. Ihr seht, da sind jetzt auf Stufe 1 und das ist immer 15 True Damage pro Outfit. Das ist ganz cool. Wenn man das sich erhöht, dann werden das immer 15 mehr. Das ist ziemlich krass. Die HP werden immer mehr. Also ganz cool auf jeden Fall. Anmachen und CSen. Damit kriegt ihr quasi, könnt ihr quasi mit Relas Kit könnt ihr eigentlich kaum CS verlieren. Rein theoretisch. Dann kommen wir zu Ihrem E. Ihr E ist ein, ja, ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich nicht zweischneidiges Schwert, aber ein äh, unterschiedlich schneidiges Schwert, sagen wir einfach mal. Und zwar ist das ein Spell, den wir auf Gegner, also auch auf Minions machen können. Dieser macht Magic Damage, was jetzt nicht so cool ist auf Irelia, skaliert auch mit Magic Damage. Aber ja, wenn wir das auf einen Gegner machen, der 100% HP hat oder mehr HP hat als wir, wird dieser gestunt. Ihr seht das? Zack. Er hält auch ziemlich lange, ich kann da sogar noch einen Punkt reinmachen. Wird der Gegner gestunt? Machen wir das auf einen Gegner, jetzt hat der Gegner weniger HP als ich, wird der Gegner geslowed. Das heißt, also ist er über uns HP-technisch oder gleich uns? Über uns oder gleich uns wird er gestunt, ist er unter uns HP-technisch. Ich glaube, der heißt auch irgendwie Gleichgewichtsschlag oder Equilibrium Strike, ja, irgendwie sowas von wegen, ja. Gleichgewicht, bla bla. ist also ganz cool, vor allem ist das auch ein Spell, den extrem viele unterschätzen, gerade unterm Turm, du hast weniger P, der Gegner kommt, du standst ihn, zack, ist der Gegner weg. Also das ist auf jeden Fall extrem crazy. Und ihr könnt ja jetzt sehen, ich habe es jetzt auf, auf Stufe 5, das Ding hält jetzt 2 Sekunden. Und wenn ich das Ding jetzt auf ihn mache, ihr seht, wie lange dieser. Wenn ihr so lange im Early Game, oder nicht im Early Game, aber unterm Turm gestunt seid, ist GG. Wir kommen zu ihrer Ultimate. Ihre Ultimate ist. Ja, ich finde sie nicht ultra krass, ich finde sie jetzt nicht so cool, aber ist ganz nett eigentlich. Und zwar können wir das mit aktivieren, schießen wir ein Blade auf die Gegner. Wir haben insgesamt vier Blades, die dann hinter uns auf dem Rücken sind. Und jedes dieser Blades können wir nach vorne schießen quasi. Damit machen wir Damage. Und damit können wir uns heilen. Wir kriegen für, jede, für jeden Schaden, der damit verursacht wird, kriegen wir HP wieder. Von Champions kriegen wir 25% HP wieder vom Schaden. Und von Minions 10% HP wieder. Das heißt, ihr könnt das einfach aktivieren. Dann fliegt das erste Blade direkt. Und jetzt haben wir noch weitere drei Blades hier auf unserem Rücken, wie ihr sehen könnt. Und die habt ihr jetzt hier diese Zeit, weiter mit jedem R hier zu verschießen quasi. Zu unseren Skills, welche wir maxen. Und zwar, wir fangen an. Und zwar ist es unterschiedlich. Die Skill-Reihenfolge, die ja auch, denke ich mal, sehr, sehr interessant ist für viele, weil sie da noch nicht wissen, ah, was gehe ich jetzt, gehe ich dies, gehe ich das. Und zwar, auf Level 1 variiert es so ein bisschen. Und zwar machen viele E, machen viele Q, es ist, ist unterschiedlich. Ich persönlich sage immer, ich fange mit Q an. Warum fange ich mit Q an? Falls es wirklich mal vorkommt, dass ein Minion low ist. Dann habe ich die Möglichkeit, mit dem Q hier den Minion auf jeden Fall zu saven. Weil ich vielleicht zu spät in die Lane komme, weil ich vielleicht nicht rankomme, ich werde geminion blockt. Ich werde vielleicht irgendwie ganz sneaky, irgendeine sneaky Action, dann kann ich mit dem Q nochmal springen. Ich bin mobil. Ich habe ein bisschen Mobilität durch das Ganze. Ich komme mal weg, etc. Wenn ich, man könnte auch sagen, ich nehme nur das E. Das E hat den Vorteil, wir können damit ganz gut traden. Zum Beispiel gegen, man sagt grundsätzlich, gegen Nahkämpfer nimmst du das E, gegen Fernkämpfer nimmst du das Q. Wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden habe, der mir im Nahkampf. Wir stehen quasi aneinander, wir zuerst sind so gegenseitig. Ich kann ihm quasi das E mitgeben, er hat 100%, er wird direkt dann kann ihm ein auto mitgeben und ich laufe weg. Ich komme unversehrt weg und habe ihm ein bisschen Schaden gegeben. Da müsst ihr euch selber so ein bisschen entscheiden, was will ich, was für ein Gegner habe ich, was brauche ich, trade ich schon etc. aber ja. Als zweites nehmen wir dann das W. Das W ist auf jeden Fall unser wichtigster Skill und diesen maxen wir auch zuerst. Wir fangen zwar mit E oder Q an, maxen allerdings zuerst das W. W, Auto-It, W, auto, w -auto Q, Auto-It, GG, Auto-It. Also, W wird zuerst gemacht und jetzt kommt wieder die Frage, aber Tobi, was mag ich denn als zweites? Max ich E als zweites oder max ich Q als zweites? Das variiert jetzt wieder ein bisschen. Ich sage für mich immer so ein bisschen, ist der Gegner extrem mobil, ich komme einfach nicht hinterher, der springt die ganze Zeit, zum Beispiel so ein top lane wie es mal sehr, sehr in, im Trend war, vielleicht auch eine Lissandra, die einfach immer wieder wegkommen und wo ich einfach hinterher chasen muss. Ich vielleicht auch sehr, sehr strong bin, sehr, sehr viel Potenzial habe, habe ich gesagt für mich, ich nehme das Q. Mit dem Q bin ich mobil, ich kann immer hinterher charge und etc. Ich würde euch grundsätzlich aber eher empfehlen, das E zu maxen. Ihr seht auch schon allein vom Schaden her, macht das E hier halt auch Magic Damage, was sehr sehr cool ist, weil wenn ihr Irelia habt, kann es sein, dass die Gegner dann erstmal denken, okay, sie hat zwar auch ein True Damage Kit, aber sie macht natürlich auch normalen Schaden, dass die Gegner eher auf Armor gehen, wenn sie defensiv bauen. Und durch dieses Magic Damage Ding macht ihr noch mal schön Magic Schaden, weil sie ja keine Magieresistenz meistens haben. Außerdem habt ihr durch dieses E halt den krassen CC. Ihr werdet im oft die Situation haben, dass ihr im Early Game gedeift werdet. Und wenn ihr dem Gegner dann einfach mal mit so einem Level 3 E irgendwie für 1,5 Sekunden unter eurem Turm stand, während er abgeschossen wird und ihr in der Zeit einfach wegläuft, ist einfach maximal GG. Muss man einfach tatsächlich mal sagen. Da ist maximal GG. Also da müsst ihr wirklich schauen. Ich würde euch so empfehlen. W immer maxen, danach E maxen, danach Q maxen. Das ist das, wie ich euch es empfehlen würde. Wenn ihr wirklich sagt, okay, ich bin der Fan von Q, dann macht das Q, damit könnt ihr halt richtig krass hier die Dinger immer wegpushen. Ich würde euch das E-Max auf jeden Fall anlegen, ans Herz legen. Trickstechnisch gibt es leider nicht extrem viel, was man aus der Regel herausholen kann. So ein paar kleine Sachen gibt schon. Der erste, einfach mal nennenswert, finde ich wichtig, ist, dass unser Q, wie schon erwähnt, on-Hit-Effekte macht. Das heißt. Wenn wir unser Sheen haben, das wird instant mit unserem Q geprockt. Ihr seht, der Active von dem Sheen ist nicht da und der ist direkt auf den Gegner draufgegangen. Das heißt, wir können mit unserem Q alles Mögliche procken. Wir können auch den Passiv vom Rune King, der natürlich so ein bisschen, Act, ein bisschen Schaden ist. Wir procken quasi alle Sachen mit unserem Q direkt auf dem Gegner drauf. Das Sheen wird sofort eingesetzt. Das ist auf jeden Fall nice to know und bestimmt in einigen Fällen auch ganz gut einzusetzen. Vor allem, wenn man dann das gleiche jetzt nochmal nimmt. Wenn wir das W vorher anmachen, machen wir nämlich diesen True Damage auch auf dem Draufspringen. Zack, jetzt habt ihr gesehen, 30 Damage drauf gemacht. Das heißt, wichtig ist, dass wir immer zuerst das W anmachen und dann das Q. Das ist wichtig. Erst W, dann Q. Ähnlich wie bei Fizz quasi. Das W anmachen das und jetzt procken wir quasi gleichzeitig das Q und das schien direkt mit drauf. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Mit dem Q haben wir die Möglichkeit, uns sehr, sehr gut im Jungle zu bewegen, beziehungsweise Escapes verbreiten. Zum Beispiel, wir kommen von hier unten, laufen jetzt nach hier oben, wir stellen eben ein Ward und springen da gleichzeitig im 1 drüber quasi. Das wäre Variante 1. Das Ganze können wir allerdings auch kombinieren mit unserer Ultimate. Und zwar, wenn wir uns hier hinstellen und unser Ulti da drüber schießen, greift der Grump uns an, weil er Agro von uns bekommen hat. Und wir haben die Vision dadurch, dass er uns angreift und können dadurch drüberspringen und escapen quasi. Das können wir natürlich bei jedem x beliebigen Camp machen quasi. Wir können es natürlich also jedes x beliebige Camp, was Range Damage hat. Die Viecher müssen uns quasi angreifen können, sonst kriegen wir keine Agro. Wenn wir das hier machen, greifen uns die Steine an. Hier greifen uns der greift uns der Gromp an. Bei diesem Camp hier könnte sein, dass der Geist uns angreift, aber das wird schon ein bisschen schwieriger. Aber da müsst ihr selber ein bisschen schauen, wie ihr das Ganze macht. Ist auf jeden Fall nice to know und nice to have. Bei der Benutzung der Ultimate gibt es zwei verschiedene Varianten. Es gibt die Spam-Variante, die kann zu, äh, offensiv oder auch defensiv genutzt sein. Zum Beispiel, der Gegner hat nicht mehr viel AP, der hat vielleicht nur noch 10%. Dann will ich einfach nur alle Blades in ihn reinhauen. Blades, 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 Blades. Spam die quasi einfach komplett instant durch, durch den ganzen Scheiß und töte damit den gegnerischen Champion. Die defensive Variante wäre ebenfalls ein Spammen und zwar dass wir aber wir kriegen auf die Fresse wir haben wenig HP und versuchen uns durch diesen Damage den wir mit diesem Blade quasi während wir flüchten wir können das auch nach hinten schießen diese Blades während wir laufen das ist sehr sehr cool dass wir das Ding während wir laufen können verschießen können ähm, können wir quasi uns damit ein bisschen heilen und uns vielleicht noch so ein ignite tick oder so etwas Ähnliches am Leben halten das wären quasi die ich schieße die Blade sofort raus Variante die Offensive Variante im Slow-Mo, sag ich mal, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Slow-Mo, ist, dass wir das Ganze mit Sheen kombinieren können. Das heißt, jedes Mal, wenn wir so ein Blade abschießen, prockt unser Sheen. Was wir so oder so irgendwie bauen. Das heißt, wir stellen uns oder wichtig ist, dass, der, dass wir an den Gegner dranbleiben können. Der Gegner nicht von uns wegkommt. Wir haben ja auch meistens Fade, dadurch haben wir das Potenzial vielleicht. Vielleicht haben wir auch noch den Slow oder ähnliches drauf. Und wir haben die Möglichkeit, dass der Gegner nicht wegkommt und brauchen den maximalen Schaden. Vielleicht tradet er mit uns. Ja, wir haben also die Zeit dazu, dieses zu machen. Das heißt, wir schießen unsere Ultimate, wir haben den Sheenprog, wir nutzen es, wir warten, bis es wieder ready ist, wir schießen es, wir haben den Sheenprog, wir nutzen es, wir warten, bis das Sheen wieder ready ist, zack. Hauen wieder drauf, warten bis es ready ist und zack, ihr seht, wie viel Schaden das Ganze macht. Das, ihr müsst auch nicht komplett, ihr seht, wie lange das Ganze dauert. Ihr müsst das auch nicht komplett, ihr könnt auch zwei Blades schießen, dann Out-Hit machen, nochmal zwei Blades schießen, Out-Hit machen. Je nachdem, wie viel Zeit ihr habt. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Habt ihr die Zeit oder habt ihr nicht die Zeit? Mit unserer Ultimate haben wir die Möglichkeit, einen Kampf zu wenden, zu drehen. Für unseren. Für unseren Sinne quasi. Und zwar haben wir jetzt hier zum Beispiel eine riesige Minion Wave. Da würde niemand fighten. Allerdings, wenn wir jetzt hier drin stehen und unsere Ultimate, während wir mit ihr kämpfen, hier durchhauen, ihr seht unsere HP, wie wenig wir haben. Und wir hauen die jetzt einfach mal komplett hier durch. Seht ihr einfach mal, wie viel HP wir durch diese ganze Scheiße kriegen. Wir machen, also ihr, manchmal ist es wirklich sehr, sehr gut, in einer Minion Wave zu fighten. Weil wir einfach extrem viel HP wieder bekommen. Und deswegen muss man wirklich manche Sachen einfach mal wirklich richtig abwägen. Und manchmal lohnt es sich wirklich, wenn viele Minions da sind, in einer Minion Wave zu fighten, vor allem, weil wir mit der Ultimate oft diese Minions dann auch töten und sie uns im Nachhinein nicht mehr schaden. Das müsst ihr aber abwägen und dieser Effekt ist natürlich noch krasser, wenn vielleicht sogar zwei oder drei Champions davon getroffen werden, weil wir uns natürlich für jeden Champion um 25% teilen, während wir uns für jeden Minion oder Monsters nur um 10% teilen. Für unsere Damage-Combo gibt es verschiedene Varianten. Die erste wäre, wenn wir, uns, wenn wir den Gegner im Nahkampf traden können. Wir hauen natürlich unser E drauf, machen ein bisschen Schaden, machen ein bisschen Schaden, machen ein bisschen Schaden. Ihr seht, wie lange das dann geht. Und wenn der Gegner dann wegläuft, queuen wir hinterher und machen weiter Schaden. Und wenn wir dann noch unser Fage haben, können wir einfach die ganze Zeit hinterher chasen. Das wäre die optimale Variante. Sollen wir nämlich unser Q noch ready, um den Gegner hinterher zu chasen und zu jagen. Viele engage mit ihrem Q. Der Gegner kommt irgendwie weg und wir stehen da auf dem Laufenden. Das ist echt ziemlich beschiss. Die nächste Möglichkeit wäre, unser Q als Doppeljump zu benutzen. Der Gegner ist sehr, sehr scary. Wir kommen einfach nicht ran. Er rechnet aber dann nicht damit, dass hier ein Minion low ist. Das heißt, wir springen hier zu dem Minion und springen direkt weiter als doppel gap und bringen ihn quasi um. Das heißt, der Gegner rechnet nicht, dass wir so weit springen können, weil unser Sprung geht ja nur so weit. Aber wir haben einen Minion, der entweder sehen wir, dass der Minion low ist. Oder wir sehen das, oder wir müssen uns den vorher vorbereiten. Das heißt, wir rechnen damit, wir werden gleich auf den Gegner engagen. Das heißt, wir machen uns den Minion schon mal so ein bisschen lau, wenn wir die Möglichkeit haben. Der Gegner denkt, ja, der wird sich nicht großartig dabei denken, das ist oft so. Das geht einfach ein bisschen unter. Und jetzt haben wir diese Brücke hier in der gegnerischen Reihe und können dann quasi direkt hier weiter den Gegner zerstören. Das ist quasi, wir müssen so ein bisschen da schon vorbereitend Maßnahmen einleiten. Die nächste Möglichkeit wäre dann, unsere Ulti zu nutzen, um den Gegner laut zu machen. Das oder um die Minions laut zu machen. Das heißt, wir nutzen unsere Ulti, um die Minions hier laut zu machen. Wir haben jetzt zwei drauf. Und jetzt können wir quasi den Doppel-Gap-Klausel hier einsetzen und unseren Schaden reinbringen hier. Das wäre quasi die nächste Möglichkeit. Die ist nicht ganz so auffällig. Der Gegner denkt einfach, okay, wir pushen nur so ein bisschen. Weil die Ultimate kann man auch sehr, sehr gut zum Wave-Clear nehmen. Wenn, also, wenn ihr wirklich mal früh backgehen wollt, dann haut die komplette Ultimate einmal. Wenn die Wave gerade kommt, hautet ihr die einfach komplett einmal da durch und dann könnt ihr super schön komplette Wave easy wegfarmen. Aber in diesem Fall habt, könnt ihr dann wirklich die Minions auch vorbereiten und könnt euch dann selbst so einen Sprung hier kreieren und dann, ihr müsst da wirklich alle möglichen Sachen nutzen, wo wir auch zu unserem nächsten Punkt kommen: das Q-Juking beim Q-Juking, das kann ich jetzt wirklich sehr, sehr schwierig nur zeigen, es ist so wie bei dem Akali-Guide, für die, die Leute, die es gesehen haben haben gesehen, dass man mit dem Sprung sehr viel Fantasie braucht, ein bisschen Sachen machen kann wir können uns super krass bewegen, wir nehmen jetzt einfach die Situation, wir werden hier gegankt so, wir springen erstmal weg, wir können jetzt, der Gegner kommt hier hoch, wir springen wieder nach unten, wir springen nach hier hin, wir springen nach hier hin, wir können uns einfach überall immer den Sprung nehmen und verschiedene Sprünge einfach vorbereiten und uns wegspringen juken etc. Zum Beispiel, es kommt eine Jarvan-Ulti auf uns, wir springen einfach rein. Raus aus der Java-Ulti. Dann kommt der Gegner, wir müssen nach hier unten und wir springen doch wieder zurück. Wir gehen nach hier und wir springen doch wieder zurück. Da braucht man wirklich ganz viel ganz viel Fantasie und da kann man, also Fantasie eigentlich nicht, das kommt dann spontan, aber da kann man wirklich super viele Sachen mitmachen, mit diesem Q-Joking, das ist extrem wichtig, gerade mit diesen Büschen. Beispiel, der Gegner kommt von hier, wir sind hier, wir laufen in den Busch, so, Punkt 1, wir warten, bis der Gegner bis uns zu dem Busch läuft, wir springen von hier auf einen Minion, der hier low ist, den wir vielleicht sogar mit unserer Ultimate extra low machen. Wir springen hier rüber, dann ist ein Minion hier oben, wir springen nach hier oben, die Gegner kommen nach uns, wir springen dann wieder nach unten, die Gegner sind hier oben und wir können dann in unseren Turm wegescalen. Da gibt es jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen konntet, aber ihr seht ihr auch hier, wie krass man mit dem Ding die Wave pushen kann. Ähm, aber ja, das ist quasi, da müsst ihr einfach wirklich, das kommt spontan, da müsst ihr Ideen haben. Da müsst ihr einfach gewollt sein, das einzusetzen. Und ihr seht ja auch, wie krass man einfach mit den Dingern das wegfahren kann. Ich glaube, für diese Viecher hier, wenn wir mit unserem W aktiviert, können wir, reicht, glaube ich, ein Outwit Q. Ah, fast schade. Aber es kommt auch immer darauf an, wie viel. Wie viel Schaden ihr baut, etc. So viel dazu. Ich hoffe euch, das hat das bisher gefallen. Wir kommen dann natürlich auch zum Gameplay, natürlich, logischerweise, interessanterweise. Äh, ja, und haut da rein.